Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM Files. Wir haben noch den Monsterangriff, aber ich vermute mal, der wird austimen, bis wir da hinkommen. Ich hätte einfach irgendeinen Trupp hinschicken sollen und sofort die Mission abbrechen sollen. Wir probieren es mal. Ja. Es war leider zu erwarten gewesen. Die Dinge halten nicht so lange. Wäre jetzt auch nicht ideal gewesen mit der Truppe. Naja, das Problem ist, wir haben jetzt wieder einen Monat unter minus 500. Wahrscheinlich. Käflein Indonesien. Alle verwundet. Wie schaut es in Peru aus? Auch nicht unbedingt besser. Na, wobei, hier haben wir zumindest Leute, die bereit sind zu kämpfen. Und auch im Hauptgebäude. Ah, da müsste bald einer wieder. Okay, plus wir haben neue Rekruten. Dann passt das ja. Ich denke, wir warten auf Pete Bryant. Ich will jetzt nicht mit drei Rekruten in den Kampf ziehen. Das wäre ein bisschen. Bisschen gar greedy. Kevlar. So, dann ab ins Training mit euch. So, Raumschiff ausrüsten. Ah, der ist immer noch verletzt. Müsste doch schon längst ein Tag um sein. Etza. Okay. Machen wir so. Dann in Indonesien müssen wir warten, bis neue Rekruten eintreffen. Bald ist die Krankenstation fit. Was ist fit? Bereit. Dann können wir da wieder. Dann müssten die Leute ein bisschen schneller genesen. So, hier Philothea wurde zum Hauptagenten befördert. Und Lutalo ist Kommissar. Krankenstation. Und wir haben den Overall die Forschung abgeschlossen. 12886. Plus 5 Energie, plus 5 Nahkampfgenauigkeit. Minus 5 Zeiteinheiten. Die 20 Rüstung vorne sind eben schon eigentlich nicht so verkehrt. Ich denke, wir bleiben bei der Kevlar-Weste. Aber ist schwierig zu sagen. Was brauchen wir für die persönliche Rüstung nochmal? Netzrüstung, was zur Hölle? Präzises Formen von Legierungen. Bio-Exo-Anzug. Okay, die Werkstatt. Dann lasst uns mal die Werkstatt erforschen. Benötigt Basisdienstleistung Werkstatt. Okay, können wir sowieso noch nicht machen. Wir können den auch nicht kaufen anscheinend. Den muss man produzieren. Vielleicht braucht man da sogar Durafaden für. Können wir Durafaden kaufen? Okay, das ist wahrscheinlich eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Man kann zwar ein bisschen gruppieren, aber wo wäre das denn? Müssen wir uns zuerst mal suchen. Das müsste hier unten wahrscheinlich sein. Also kaufen geht nicht. Wir müssten welche haben. Wir haben 8 Stück, okay. So, 5 neue Leute. Ich denke, wir rüsten die mal aus. Moment mal, warum haben wir keine Kevlar-Westen?
4 zu wenig. Wir bräuchten dringend eine Mission, wenn wir irgendwie eine Chance noch haben wollen, den Monat zu retten. Von den Punkten her. Okay, 4 mal Kevlar. Sehr gut. Dann ab ins Training mit euch. XCOM-Geschichte Xenonauten. Es scheint, dass Kyukai und ähnliche Initiativen nicht der erste Versuch sind, die außerirdische Bedrohung anzugehen. Wir haben ein streng geheimes Projekt aus den 70ern entdeckt, verzeichnet als Xenonaut-Verteidigungskräfte, eine NATO-Warschauer-Pakt-Kooperation. Sein Hauptziel war, Gedankenkontrolle zu bekämpfen, aber es etablierte auch eine Reihe anderer wissenschaftlicher und Ausbildungsprogramme. Die Initiative war kurzlebig. Sie krankte an schwacher Aufklärung, Budget und Fehlentscheidungen, ganz abgesehen vom Missbrauch des Geisterweitungsserums durch die Agenten, daher der Spitzname Psychonauten. Seine einzigartige Rolle während des Kalten Krieges allerdings sollte nicht unterschätzt werden, noch seine wissenschaftliche Leistung wie der Xenokampfschild. Was ist ein Xenokampfschild? Ballistische Weste. Okay, die nehmen wir. Die nehmen wir. Und erhöhen um 2. Die könnte gut sein. Wir gucken mal. Vielleicht ist das das, was wir tatsächlich haben wollen. Irgendwas wollte ich noch tun. Aber ich habe es wieder vergessen. Ja, das Diagramm ist... Also auf unter minus 1000. Okay, wir haben keine Chance, den Monat zu retten. Es passiert nichts. Kultaktivität, Unterschlupf von Morgenrot. Okay, das müsste eigentlich Tag werden, bis wir da sind, wäre ich der Meinung. Gut. So. Idealerweise... haben wir jetzt diesmal eine Mission, wo wir nicht direkt eingekesselt werden am Anfang. Das wäre nice. So, Flammenwerfer braucht kein Mensch. Du kriegst das KBU. Warte mal. So passt das. Du triffst wahrscheinlich zu schlecht für das Gewehr. Wobei 65, man, wir können es probieren. Du kriegst eine Deagle. Und eine Smoke. Und du hast das Jagdgewehr. Ah, Pamela Scott, du triffst immer noch nicht wirklich was. Zu meinem Leidwesen. Warte mal. Nein, nimm lieber das. Okay, passt. Wir sehen niemanden. Das ist hervorragend. Das ist unglaublicherweise hervorragend. Dann können wir vielleicht... Okay. Unsere... Fernkampf-Vorteile ausspielen. Okay, das war ein Hit. Hat aber kein Damage gemacht. So, wir haben Vision auf dich. Schon immer noch kein Damage. Das gibt's doch nicht. Ah. Oh. Wow! Wollt ihr mich verarschen?
Wir können einen Autoshot und einen Snapshot machen. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wie ich das gerechnet habe, aber es war falsch. Wow. Ihr Tölpel. Wir haben mit 6 Leuten geschossen und kein einziger hat es geschafft, ihn zu verwunden. Wenn jetzt eine Granate kommt, dann weine ich. Wobei es jetzt nicht so schlimm. Es ist, glaube ich, noch der alte Monat. Ja. Schieß deinen Kollegen an. Finde ich klasse. Okay, zuallererst mal bringen wir dich aus der Schussweite. So, das wäre mal das. Okay, den haben wir erwischt. Okay, immerhin einer trifft was. Wer hätte das gedacht? Okay, du siehst da einen, der ist aber eigentlich relativ egal. Ja, sparen wir für einen Snapshot auf. So, idealerweise würdest du da Reaction feiern. Okay, hinten ist einer mit einer AKM, glaube ich. Der ist gefährlich. Okay. Was ist mit dem Penner da? Wo ist der hin? Die sind beide nicht sonderlich interessant. Okay, weiter auf der Mitte. AKM, das ist meilenweit daneben. Will, brauchst du 34? Kriegen wir hin. Und du siehst den hinteren gar nicht mehr. Der hat die Sicht versperrt. Okay. Wo ist der Typ hin? Das war ein Treffer. Wir behalten noch einen Snapshot auf. Ja, der mit der AKM. Ich weiß, er ist ein Problem. Aber wir haben ihn einfach nicht getroffen. Okay, da ist der Kollege wieder. Diesmal ist er definitiv verwundet. Ja, könnt ihr mir nicht erzählen. Okay, du siehst den sogar. Das war miserabel. Ey. Was ist
da los, ey? Wahnsinn! Was geht ab? So, kriegen wir den da platt. Wow. Ich dreh durch. Auch ziemlich schlecht. Okay. Das war glücklicherweise ein Kill. Ansonsten wirst du wahrscheinlich für den Snapshot noch die Zeiteinheiten sparen. Alle anderen dürften durch sein. Du hättest auch noch einen Snapshot. Zumindest scheinen die Offiziere schon mal weg zu sein. Das scheinen jetzt nur noch die Fußsoldaten zu sein mit irgendwelchen Pistolen, die hoffentlich nicht die Range haben, uns großartig gefährlich zu werden. Auf der rechten Seite gehen wir noch ein bisschen auf den Sack. Okay. Geh du mal auf den... Okay. Dann geh auf den da. Das war ein Versuch wert. Interessanterweise, ich weiß nicht, die Deagle hat einen guten Damage-Wert, aber wir haben noch nie einen... Oh. Moment mal. Okay, dann gehst du halt auf den da. Wir treffen wieder überhaupt nichts. Du solltest eigentlich zurückkommen. Wäre definitiv sinnvoller. Den sehen wir nicht. Jetzt. Wir treffen rein gar nichts. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob die Trefferwahrscheinlichkeit auf dem Highground niedriger ist. Ob das irgendwie eine Neuerung ist. Ja, ist auch noch einer mit dem SM. Ach komm. Wirklich? Wow. Zwei Wunden. Okay, du siehst gar nichts. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Warum sehen wir ihn nicht? Warum sehen wir ihn nicht? Ja. Der muss weg. Okay. Gut. Schlecht. 38 ist zu mies. Er kommt nicht an uns ran in der Runde.
Ich denke, wir müssen gucken, dass wir den da irgendwie finden. Ich weiß nicht, wo der ist. Da ist er. Okay, das war ein Hit. Und ist aber nicht verletzt. Komm schon, ey. Gut. Zumindest das hat geklappt. Du versteckst dich lieber hinter dem... er ist noch zu weit entfernt. Pamela Scott, du triffst auch absolut gar nichts. Okay, gut, Patrick. Der ist wichtiger. Ha. Schuss um Schuss. Immer wieder daneben. Okay, das war ein Hit. Nachladen geht sich nicht mehr aus. Okay. Weißt du was? Wir bringen dich nach vorne. Du versuchst die Schüsse zu absorbieren von dem, weil er hat nicht mehr so viel HP. Das war ein Treffer, aber leider kein Kill. Der Captain, also der Grüne, ist nach wie vor der, der mir am meisten Sorgen macht. Okay, jetzt nicht mehr. Sind alle relativ weit weg. So, du mal dahin. Wir sehen nichts. Warntreffer blutet. Da geht gar nichts momentan. Wahrscheinlich, weil sie zu weit weg sind. Okay, ihr bleibt alle so stehen. Guter Schuss. Einer weniger. Ah, die Mission hätten wir in... Die Mission hätten wir in der nächsten... Im nächsten Monat gebraucht. Ah, du... Das ist der letzte... Möglich. Oh, nein, ist es nicht. Wo war der denn? Keine Schusslinie. Warum siehst... Ich verstehe es nicht. Eins weiter vorne stehen reicht schon, damit man nichts mehr sieht. Wie auch immer. Ja, es sind noch mehrere. Ich glaube, es sind noch irgendwie 4 oder 5.
Okay, schade. Das war ein Treffer. Okay, zumindest... Komischerweise sehen wir den hinteren. Jetzt plötzlich. Triffst du was? Gut. Schön in einer Reihe aufstellen, alle. Das ist der nächste. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Range-Vorteil. Ist hier hinten noch einer? Ich glaube, da hinten ist noch einer. Wer sieht den? Okay, gut. 93 Punkte ist jetzt nicht die Welt. Aber zumindest haben wir keinen verloren. 100.000. Die Pionierin kann weg. Mitglieder brauchen wir eigentlich keine. Wieder mal zur Abwechslung nach langem eine erfolgreiche Mission. So. Das ist die Frage, wollen wir einen Rekruten mitnehmen? Pamela Scott hat Reactions bekommen. Schadet wohl nicht, ne? Luz Articolo ist wahrscheinlich sogar besser als Pamela Scott. Okay, Ende Monat. Fremde Lebensform. Seid ihr bereit in Peru? Ich hoffe es. Oh, ist knapp noch Tag. Das hätte auch schief gehen können. Okay, wir brauchen hier Shotguns. Es könnte sich um fiese Zombies handeln. Nimm das da noch dazu. Okay, Flammenwerfer brauchen wir nicht. Können das Nitro Express Gewehr mal ausprobieren. Wobei in deinen Händen ist das wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Okay, lass uns das anders machen. Du bekommst das KBU. Okay, das geht sich nicht aus. Dann nimm das. Und so ein Ding. Und du bekommst das Nitro Express Gewehr. Haben jetzt nur eine Shotgun. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Ah. Stadtgelände. Okay, das ist nicht das Ende der Map. Ha. Huh. Da ist niemand. Wissen nicht, mit was wir es zu tun haben. Du hast das Nitro Express Gewehr. Das ist das Ende der Map.
Wir sehen immer noch nichts. Es könnte sein, dass nur ein einziger Gegner da ist. Mal schauen. Nein. Vielleicht sind auch Zivilisten noch da. Aber ich glaube, es sind mehrere. Was für ist das? Ein Fenrir-Wolf. Okay. Okay, es blutet. Aber es stirbt noch nicht. Es stirbt noch nicht. Okay, es ist tot. Ich habe ein bisschen Angst. Ich werde nicht leugnen. Die Dinge hatten wir noch nie. Puh. Ich glaube, die brauchen 4 Felder. Okay, aber die Map ist so aufgebaut, dass sie so ziemlich überall durchkommen. Die werden wahrscheinlich auch Unmengen an Zeiteinheiten haben. Er blutet. So, jetzt können wir das neue Gewehr ausprobieren. Okay. Das wären schon mal 2. Ah, großer Gott. Wir wissen natürlich nicht, wie viele da sind. Aber es sind zumindest Nahkämpfer. Okay. Erwischt einmal. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Gott. Wir hätten dir das Elefantengewehr mitgeben sollen. Warum trifft hier keiner? Okay. Wir behalten noch einen Snapshot auf. Und du ebenfalls, für den Fall, dass er näher kommt. Er ist am Ausbluten. Okay. Wir können mal sehen, ob wir ihn... wiederbeleben können. Du guckst mal in diese Richtung. Von hier unten wird keiner mehr kommen. Okay, er ist tot. Dann ziehst du dich wieder zurück. Wir haben es probiert. E für Effort. Du schaust in die Richtung.
Es kann sein, dass der letzte irgendwo feststeckt. Das ist bei diesen vierteiligen Gegnern hin und wieder mal der Fall. Da ist nichts. Ich habe ein bisschen Angst, mich jetzt zu stark aufzusplitten. Es ist jetzt die Frage, ob das ein Zivilist war oder ob das ein Gegner war. Man weiß es nicht. Wir sehen da auch nichts. Ha. Wo bist du? Vielleicht hier drin? Die Map ist ziemlich groß. Dafür, dass es nur vier Gegner sind. Okay. In einer Runde ist Alien Cheat Mode, glaube ich, aktiv. In Runde 10. Wir gucken mal ein paar Runden, ob sich irgendwas tut. Anscheinend nicht. Boah, wie groß die Map ist. Hier könnte dann auch irgendwas drin sein, ne? Der Zivilist ist noch da. Das Problem ist, wir werden irgendwie in, ich weiß nicht, Zweierteams sind schon fast ein bisschen zu schlecht. Dreierteams, wenn einer verschießt, wird das auch nicht reichen. Okay, entweder hier hin drin oder hier irgendwo da hinten wird das Vieh sein. Denke ich mal. Okay. Es könnte hier drin sein, weil wenn es nur eine Einertür ist, dann würde das ja da nicht mehr rauskommen. Okay, wir sehen nichts. Ich vermute, es hängt irgendwo fest. Es ist ein Wolf. Zweifelsohne. Hier kann er eigentlich auch nicht rauskommen. Wo zur Hölle ist das Vieh? Wo zur Hölle ist das Vieh? Okay, hier haben wir nichts. Ich meine, es könnte jetzt theoretisch in irgendeinem dieser Räume gespawnt sein. Wäre im Bereich des Möglichen. Ich rechne jetzt aber eher mit hier hinten irgendwo. Gehen wir mal hier hin. Nichts. Wo bist du? Wo zur Hölle bist du?
Dammit, das ist ein ganzes Gebäude. Nichts. Plus, wir haben einen Zivilisten. Ich denke, wir müssen alles absuchen. Okay, das ist nichts. Das ist mir auch nichts. Wo bist du? Das Vieh hängt irgendwo fest. Das ist wieder so ein Gebäude. Das wird zu klein sein für das Vieh. Das könnte auch oben sein, theoretisch. Das könnte überall sein. Oh, das ist ätzend. Die Suche nach dem letzten Gegner. Da ist nichts. Clear. Das Gebäude hätten wir. Clear. Wir müssen aber den anderen Raum noch abchecken. Es gibt so viele Türen. Es wäre irgendwie besser, wenn die Räume ein bisschen größer sind. Und ja, wir haben viele sehr kleine Räume. Das ist, die sind super nervig zum Checken. Hier drin ist er wahrscheinlich nicht, weil da wäre er rausgekommen. Da können wir sogar ein bisschen reinsehen. So. Du schaust dir das an. Das ist nur das Klo. Theoretisch könnte auch noch da was drin sein. Das wird bestimmt genau da sein, wo ich nicht überprüfe. Es wird irgendwo einen Raum geben, den ich nicht überprüfe. Und genau da wird das Mistvieh drin sein. Okay. So, dann hier rein. Könnte theoretisch auch was sein. Okay, wisst ihr was? Ich denke, ich mache das offscreen. Weil das wird jetzt nicht. Es ist einfach nur ein Gesuche. Und wenn wir ihn haben, dann. Wenn wir ihn haben, dann müssen wir ihn nur noch töten eigentlich. Ich denke nicht, dass ich da großartig noch was anbrennen könnte. Aber falls ja, dann ja, werden wir sehen. Bis gleich. Okay, Backhand-Modus wurde aktiviert. Gegner sind auf der Karte sichtbar. Wo bist du? Das ist. Ist das der Gegner? Ich vermute, es müsste irgendwie blinken. Wo zur Hölle ist er?
Ich sehe nichts. Das sind die Leichen, derer, die wir getötet haben. Ansonsten ist hier nichts am Blinken. Tut mir leid, ich bin gerade super blind. Da ist auch nichts. Alles Relevante blinkt. Alles, was nicht blinkt, ist... dürfte eigentlich nicht relevant sein. Ah. Okay, hier hinten. Das ist der Gegner. Okay, gut, wir wissen, wo er ist. Dann... ab die Schmitzkatze. So, du kommst auch hier drüben hin. So, nächster. Oh, dich habe ich vergessen. Okay. Ich dachte, er ist stuck. Ist er nicht stuck? Sieht es eher danach aus, als wäre er nicht stuck. Okay, du siehst ihn immer noch. Er kommt hier wegen dem Baum nicht raus, aber wir müssen unglaublich aufpassen. Denke ich. Ah, ich verstehe. Wegen dem Briefkasten kommt er nicht raus. Wenn ich außersehen den Briefkasten wegmache, dann kommt er raus. Okay, wir müssen... ich hätte ganz gerne die ganze Truppe beisammen. Einfach zur Sicherheit. Okay, jetzt geht er da wieder rein. Er kann da rein und raus, aber ansonsten kann er nichts tun. Okay, nächster. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Okay, du bist noch meilenweit weg. Der ist immer noch da drin, denke ich mal. Ja, er ist immer noch hier in dem Gebäude drin. So, dann... du dahin. Wir dürfen eigentlich sogar hier rein. Da kann er uns eigentlich nichts tun. Ich weiß nicht, ob das wieder so ein Gegner ist, der durch die Wand angreifen kann. Ich glaube, das ist ein Bug. Jetzt. Aber ich weiß nicht, ob das alle können. Okay, er ist wieder draußen. Er ist wieder draußen. Okay, dann würde ich sagen, du ducken. Aim Shot. Fantastisch.
Der ging leider daneben. Er blutet. Eigentlich könnte man den jetzt lebend fassen, aber... Wir lassen ihn einfach... Wir könnten ihn einfach ausbluten lassen. Okay, weißt du was? Ihr guckt alle weg. Der müsste eigentlich früher oder später sterben. Jetzt ist er wieder reingegangen, okay. Und wieder raus. Blutet immer noch. Das könnte jetzt natürlich dauern. Ich weiß nicht, wie viel HP der hat, wenn er nur eine Wunde hat. Okay. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Oh, es hat eine Weile gedauert, aber wir haben es geschafft. Ich bin nochmal zurückgegangen, habe Stun-Munition geholt und dann haben wir ihn bekommen. Beute ein Fenriswolf. Wir transferieren den direkt einfach mal von jedem eins dahin. Weil dann können wir die da erforschen. Lagerkapazität überschritten. Ganz knapp. Weißt du was? Dann schmeiß die ganzen... Das ganze Zeug kann er eigentlich ins andere... Ins andere... ins Hauptquartier gehen. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Episode schon ist. Wahrscheinlich relativ lange, wo mein ein großer Teil davon war. Sinnloses Rumgegimpe. Aber die Jungs haben das gut gemacht. So, wir haben den Monatsabschluss. Und tote Zombies sind durch. Okay, starte mal die Riesenkäfer. Furchtbar. Ah, es hätte fast auf weniger als minus 600 gereicht. Sie müssen effektiver handeln, um die Bedrohung abzuwenden, andernfalls wird das Projekt abgebrochen. Ja, wir dürfen uns nicht nochmal höher als minus 500 erlauben, leider. Tja, nun gut. Ich denke, wir machen hier einen Break. Ich bin nämlich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.